Ja, herzlich willkommen zum Stadtradeln Oberland News 2020. Wir haben heute etwas technische Probleme gehabt, deswegen schauen wir auch so schwarz-weiß aus, aber macht ja nichts. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute hier live aus den Studios in Penzberg. Stadtradeln ist das Thema und ich habe heute hier im Studio in Penzberg den Benedikt Wiedemann von der Gesundheitsregion Plus Weilheim-Schongau. Genau, schön Benedikt, dass du da bist. Wir werden versuchen, heute euch einen kleinen Einblick in das zu geben, was denn jetzt in den nächsten 21 Tagen, glaube ich, ist es? Ja, genau. Geplant ist beim Stadtradeln. Am 3. Oktober geht's los. Es ist ja schon quer durchs ganze Oberland. Ich glaube, fast überall sieht man momentan die Plakate. Auf jeden Fall. Hast du auch schon welche gesehen? Ich habe schon welche gesehen und mich sehr gefreut. Um Weilheim rum. Um Weilheim rum. Genau. Ein Kollege ist in Antorf gefahren, in Schliersee habe ich schon welche gesehen. Genau, mein Name ist Stefan Drechselmeier, ich bin von der Energiewende Oberland und wir werden euch jetzt so am Anfang von dem Stadtradeln immer mit News, hoffentlich auch irgendwann in kompletter Farbe, aber heute nur in Schwarz-Weiß oder Ähnlichkeiten zu Schwarz-Weiß, begleiten. Es geht darum, 4 Landkreise machen zum ersten Mal beim Stadtradeln mit. Der Landkreis Weilheim-Schongau war letztes Jahr schon dabei. Genau, wir waren letztes Jahr als Landkreis zum ersten Mal dabei. Die Kommunen in unserem Landkreis machen schon länger mit. Ja, genau. Und das Besondere eben dieses Jahr ist, 2020 von Landkreis Miesbach, Landkreis Bad Tölz-Wolfertshausen, Landkreis Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen machen alle mit. Und das hat es noch nie gegeben. Und deswegen radeln auch alle vom 3. bis zum 23. Oktober. Genau. Für was eigentlich? Das ist die Frage gerade. Ja, für Klimaschutz und auch um den Radverkehr zu stärken. Es ist auch eine tolle Möglichkeit, um mal Radeln näher zu bringen den Leuten, die es vielleicht nicht so oft machen, aber durch den Wettbewerb dann mitmachen. Und dann sieht man auch mal, welche Wege man einfach mit dem Fahrrad machen kann, die man so im Alltag auch, einfach auch mal mit dem Auto gemacht hätte. Dann merkt man, oh, in den Rucksack passt viel rein, da kann man den Einkauf ja doch mit dem Fahrrad machen, steht man nicht im Stau, muss das Auto nicht anmachen, ist nur ein bisschen an der frischen Luft, trifft vielleicht nur jemanden. Und dann denkt vielleicht, oder das ist die Hoffnung, dass man dann das positiv wahrnimmt und dann öfters macht und natürlich bewegt man sich währenddessen und macht auch was für seinen Körper, ist an der frischen Luft, hat eigentlich nur positive Faktoren. Deswegen ist es auch die Gesundheitsregion dabei, oder? Genau. Macht ja Sinn, also Radeln, Klimaschutz, klar, aber auch gesund. Genau, also der Gesundheitsregion geht es hauptsächlich um die Bewegung. Wir wollen, dass die Alltagswege zur Schule, zur Arbeit, zum Verein, dass man die einfach während der Zeit und hoffentlich dann drüber hinaus mit dem Radl macht und durch diesen Wettbewerbscharakter ist man weg mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern die Leute machen mit, weil es ihnen Spaß macht und weil sie gegeneinander konkurrieren wollen. Und was natürlich auch toll ist, man sieht mal, wie viel CO2 man einspart, wenn man radelt, weil das zeigt einem die App immer an und das ist ein tolles Gefühl, wenn man mit jedem Kilometer, den man radelt, CO2 einspart und auch, man merkt auch mal die Alltagswege, oh, das sind aber schon mal 100 Kilometer die Woche, wo man da zusammen radelt, wenn man nur ein bisschen Stadt und wieder zurückfährt. Ja. Und es würde immer sonst schon mit dem Auto machen. Ja, absolut. Benedikt, schau mal kurz drauf zurück. Es gibt vielleicht einige da draußen, die noch nicht mitgemacht haben, entweder letztes Jahr oder noch gar nicht wissen, was eigentlich dieses Stadtradeln ist. Also es geht darum, man sammelt Kilometer für den Klimaschutz. Genau. Wie funktioniert es genau? Man kann es über die App machen oder über die Internetseite stadtradeln.de. Mhm. Das ist vom Klimabündnis, also eine sehr gute Seite, weil die ganzen Kommunen zahlen ins Klimabündnis ein und das Klimabündnis macht die Seite und die App. Das heißt, Datenschutz und so ist da alles gut geregelt und in guten Händen. Mhm. Und dann meldet man sich da an, meldet sich an, in welchem Landkreis man radeln will und sucht dann auch noch die Kommune aus. Wenn die Kommune nicht mitmacht, für die man radeln will, dann radelt man einfach für den Landkreis. Und dann meldet man sich einem Team an oder geht ins offene Team und dann radelt man einfach mit. Und man kann die Kilometer tracken per App. Mhm. Da drückt man auf Start und radelt los und dann wieder auf Stopp. Dann sind die gleich drin. Oder man trägt sie in der App nach oder man trägt sie im Internet nach. Oder man kann sie sogar an den Koordinator schicken und der trägt sie nach. Ah, okay. Genau, also auch Menschen ohne Internet können gerne mitmachen. Okay, super. Ja. Das ist auch ganz, ganz wichtiger Punkt. Das Ganze funktioniert natürlich auf Vertrauensbasis. Genau. Also
eine oberste Spielregel ist halt einfach nicht bescheißen in diesem Moment. Genau. Wir haben aber auch die Erfahrung gemacht, dass sich die Teams untereinander sehr gut kontrollieren. Ah. Und dann wird dann gefragt, wie kommen denn deine 150 Kilometer zustande? Und dann muss man da sein Handy rausziehen und die Route zeigen und zeigen, und da haben wir noch einen Abstecher deswegen und deswegen sind es 150 Kilometer. Also die Teams kontrollieren sich sehr gut untereinander. Deswegen glauben wir und auch Stadtradeln.de, dass die Ergebnisse ziemlich gut stimmen. Okay, ja. Jetzt hat uns die Landrätin ja auch einen kurzen Gruß geschickt. Genau. Den wollen wir uns einfach mal ganz kurz anschauen. Da freuen wir uns drauf. Hier der Clip von der Landrätin. Ja, hallo, liebe Mitarbeiter der EWO. Danke, dass ihr das organisiert habt, dass das ja das Stadtradeln mit 4 Landkreisen stattfindet. Wir sind echt stolz drauf. Und ich denke, der Landkreis Weilheim-Schongau gibt sich die größte Mühe, dass er den Platz 1 der 4 Landkreise belegt. Also auf unsere Radl und los geht's. Pfiat euch! Top Beitrag. Ja. Eine motivierte Landrätin, oder? Auf jeden Fall, das war die Ansage. Da müssen wir jetzt schauen, dass wir das hinkriegen. Aber ich bin da natürlich auch ein bisschen, ich muss natürlich auch zu meinem Landkreis halten und das mache ich auch. Ja. Und ja, natürlich schaffen wir das. Also momentan muss man ehrlich sagen, es haben sich bis jetzt 1154 Radelnde angemeldet. Ja. Und die allermeisten aus dem Landkreis Weilheim-Schongau bis jetzt. Ah, ja, dann sind wir ja schon gut dabei. Also habt da schon auf jeden Fall gute Chancen. Im Landkreis Weilheim-Schongau sind insgesamt, habe ich vorher angeschaut, 131 Teams angemeldet und 268 gibt es insgesamt. Also ihr seid da in den 4 Landkreisen dann insgesamt. Ja, okay. Ja. Ihr seid da wirklich schon sehr, sehr gut unterwegs. Und deswegen wundert es auch nicht, dass es hat ja auch schon viele Kommunen, oder es gibt viele Kommunen, die auch schon jahrelang mitmachen beim Stadtradeln. Ist jetzt nichts Neues, muss man auch sagen. Genau, Weilheim macht mit, seit es Stadtradeln gibt. Ja, ja, also da gibt es auch ein Foto ganz nett vom letzten. Genau, also da sieht man die Eröffnungsfeier von Weilheim, die machen das immer toll und meistens radeln die nach Reisting ans Radon und machen dann da eine Führung und das ist mit dem ADFC und das machen die echt super und immer schon und wir haben letztes Jahr das erste Mal mitgemacht, aber wir können und lernen auch immer viel von Weilheim, weil die da schon sehr lange dabei sind und sehr erfolgreich. Und dieses Jahr, ich habe vorher nochmal gespickt, es sind ja unglaublich viele Gemeinden, die aus dem Landkreis Weilheim-Schongau teilnehmen. Ja. Die Landrätin hat dazu eingeladen und es haben sehr viele mitgemacht. Wir können sie kurz aufzählen. Also Bernried am Starnberger See, Hugelfing macht mit, Peißenberg macht mit, Peiting macht mit, Penzberg macht mit, Reisting macht mit, Schongau macht mit, Seeshaupt macht mit, Weilheim und Wielenbach. 10 Kommunen, ist natürlich super. Ja. Das nur im Landkreis Weilheim-Schongau. Genau. Alle Kommunen in den ganzen 4 Landkreisen, die gesondert mitmachen, also es zählt ja trotzdem auch der Kilometer für die Kommune, auch für den Landkreis mit. Gibt es auf energiewende-oberland.de, das haben wir da versucht zusammenzustellen. Schauen wir doch nochmal ganz kurz, auch eine Kollegin von dir, glaube ich, ist ja recht, noch nicht motiviert, müssen wir wirklich vorsichtig sein, aber sie ist... Sie nutzt es anders. Sie nutzt es anders. Wir erzählen gar nicht viel, wir schauen einfach mal rein. Soll ich machen? Ja. Hallo, ich bin Milena, ich bin Studentin in München, arbeite gerade beim Gesundheitsamt und ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit. Einfach weil es praktisch ist und weil ich so am schnellsten durch den Stadtverkehr komme. Eigentlich hasse ich Fahrradfahren, aber es ist halt praktisch. Okay. Ja. Kann auch ein Motiv sein. Genau, also eigentlich mag sie überhaupt nicht Fahrradfahren, aber sie kommt am schnellsten so durch den Verkehr. Ja. Auch super. Macht auch Sinn. Ja. Vielleicht nochmal ganz wichtig, es geht ja nicht nur darum, die allermeisten Kilometer zu fahren. Nein. Also das finde ich nämlich schon einen interessanten Aspekt. Ja. Also wir wollen hier nicht nur die Rennradlfahrer, die 200 Kilometer am Samstag fahren, motivieren, sondern eigentlich, es geht ja darum, bei jeder Fahrt in dem Zeitraum einfach mal nachzudenken, könnt ihr die nicht mit dem Radl erfahren. Genau. Um das geht's, oder? Und deswegen, und es geht auch darum, dass man einfach mal auch wenn man jeden Tag Fahrrad fährt, ist es trotzdem eine schöne Möglichkeit, mal jeden Kilometer aufzuschreiben und dann am Ende zu sehen, okay, also so viel radel ich und so war's Wetter und so viel CO2 habe ich eingespart. Ich finde auch das eine interessante Information, auch wenn man schon viel radelt. Und ich sehe es auch so, wenn man jeden Tag 3-4 Kilometer radelt, dann sind es über 21 Tage auch einige Kilometer. Und wenn man dann noch eine Radeltour mal am Wochenende macht, weil das Wetter schön ist, dann hat man auch sehr viele Kilometer. Also
Wenn mir Leute sagen, sie fahren nur 1 Kilometer, dann sage ich, ja, dann haben wir 1 Kilometer in Arbeit, dann sage ich, ja, dann haben wir ja schon 42. Ja. Das ist ja schon einiges. Ja, also die Summe macht es am Schluss. Genau. Ganz sicher. Und wirklich nicht nur für die Ambitionierten, die jetzt schon Radl fahren, sondern auch mal für diejenigen, die es einfach mal ausprobieren wollen, genau, wie das denn so wäre. Ja. Dann, glaube ich, schauen wir auch mal, weil wir haben nicht nur Beiträge aus Weilheim-Schongau erhalten, sondern wirklich quer durchs ganze Oberland. Wir werden euch über die nächsten 3 Episoden, hoffentlich mit weniger technischen Problemen am Anfang, auch ein paar Videos aus den anderen Landkreisen zeigen. Eins wollen wir euch aber doch nicht vorenthalten, und zwar der Helmut und der Stefan, die Radbeauftragten aus Holzkirchen, haben uns einen Beitrag geschickt. Hallo, mein Name ist Helmut Hannig, ich bin Stefan Österreich. Wir sind beide die Radlbeauftragten für Holzkirchen. Und wir würden uns freuen, wenn in Zukunft möglichst viele Leute aufs Radl umsteigen würden und Einkäufe und die Fahrt zur Arbeit mit dem Radl erledigen würden. Genau. Also, Gruß aus Holzkirchen. Übrigens, es fahren noch Schliersee, Murnau. Es gibt zahlreiche, einfach überall gibt es engagierte Radlfahrer. Schauen wir mal zum Auftakt noch am Wochenende, 3. Oktober, nicht nur Tag der Deutschen Einheit, sondern auch Auftakt zum Stadtradeln. In Seeshaupt gibt es da sehr aktive Radler. Ja, die Seeshaupter haben immer sehr viele Aktivitäten geplant, die machen auch das ganze Jahr Programm und jetzt geben sie nochmal richtig Gas. Ich muss kurz spicken, weil es wirklich so viel ist, was sie machen, und zwar, da haben wir am 3. Oktober um 6 Uhr morgens. Die nutzen den Zeitraum wirklich von Anbeginn richtig aus. mit dem Thema im Frühtau rund um den Fürstensee. Oh. Das ist eine Asphaltrunde. Dort ist der Treffpunkt am Bürgerplatzl, Hauptstraße 4 in Seeshaupt. Anmeldung bitte unter seeshaupt@stadtradeln.de. Dann um 14 Uhr, also zurückkommen, kurz ein Nickerchen machen und dann wieder aufs Radl geht es rund um die Osterseen. Dann am 4. Oktober um 12 Uhr geht es mit dem Rad zum Lesefest nach Penzberg. Auch eine tolle Idee. Ja, sehr schön. Es gibt ja ein paar Sachen, die auch jetzt trotz Corona funktionieren. Genau. Das ist, glaube ich, auch top und interessant. 8. Oktober ist dann Bürgerplatzsaal Radtour nach Weilheim zum Training. Sicher und mobil auf dem E-Bike. Oh, auch sehr wichtig. Auch ein wichtiges Thema. Sicherheit können wir vielleicht nur ganz kurz drauf. 10. Oktober ist noch geplant eine Biber-Exkursion auf Gut Hub. Und am 17. Oktober zur Eröffnung der Kunstaktion Niemals wieder 300 Mahnblumen für Penzberg. Sehr, sehr spannend. Also da, sehr spannend. Glaub, und auch toll, sehr engagiert. Ja, Wahnsinn. Und es werden auch bestimmt viele, viele Kilometer dann dadurch bestimmt, für ja, die ganzen Teams. Und man muss natürlich auch sagen, wenn man in einer Gruppe zu einer Veranstaltung reist, ist natürlich das Fahrrad coronatechnisch eine sehr sichere Variante im Vergleich zu einem Reisebus. Genau, apropos Abstand, den machen wir vielleicht noch. Wir versuchen hier ja auch diesen Abstand zu halten. Der Benedikt hat uns nämlich bei der Herfahrt, verstehe ich, von Weilheim bis nach Penzberg, ist ein Stückel. Ich wäre gern geradelt, aber... Mein Kollege radelt es übrigens, aber wir schauen trotzdem mal an. Klassische Situation auf Straßen Oberlands. Ja. Ja, wenn man selber radelt, dann merkt man immer, wer von den Autofahrern, die einen überholen, auch radelt und wer es nicht macht. Und ich mag das gar nicht negativ, die Botschaft sagen, sondern ich glaube einfach, liebe Autofahrer, denkt euch immer, da hockt ein Familienangehöriger auf dem Fahrrad und dann überlegt ihr euch, wie ihr den überholen wollt. Keiner hat Stress bei den Autofahrern, ihr drückt aufs Gaspedal und seid wieder auf 100. Das kostet euch keine Kraft. Einfach abbremsen und dann tuckert man halt mal durch einen Wald, der unübersichtlich ist, 5 Minuten hinterher und genießt den Wald. Und wenn es dann sicher ist, fährt man mit 1,5 Meter oder 2 am besten vorbei. Das ist wirklich ein großes Anliegen für alle, weil Schulkinder und alle möglichen sitzen auf den Rädern und das ist saugefährlich, wenn man da mit 80 km/h und 50 cm Abstand vorbeischießt. Das macht keinen Spaß und es macht einfach nur wütend, weil man das Auto hat 1,5 Tonnen oder 3 Tonnen und der Fahrradfahrer hat gar nichts. Also dem Autofahrer kann nichts passieren und dem Fahrradfahrer kann alles passieren. Der Fahrradfahrer, der kämpft um sein Leben und der Autofahrer, der hat einfach nur Stress, weil er irgendwo hin muss.
Deswegen mein Plädoyer an alle Autofahrer, denkt euch, da hockt eure Liebsten drauf und dann überholt ihr so, dann ist das auch super und dann freuen sich alle Beteiligten. Ja, also Mindestabstand nicht nur bei Corona super mit 1,5 Meter oder genau. 2, sondern auch beim Radlfahren. In diesem Sinne, glaube ich, sind wir eigentlich am Ende. Gibt es nur noch zu sagen, unbedingt auf die Radl registrieren. Genau. Ganz, auf stadtradl.de. Stadtradl.de. Team gründen oder beitreten. Auf eurer Webseite immer wieder schauen, wie die Landkreise sich so abschneiden. Das genau. ist ein toller Überblick. Und genau, ansonsten versuchen wir weiterhin einfach Stadtradl-News zu machen und euch immer wieder über aktuelle Infos mit Infos zu versorgen. Deswegen auch heute noch kurzes Wetter. Die nächsten Tage schaut eigentlich ganz gut aus. Kein Regen bis auf Samstag könnte es in Holzkirchen und in Bad Tölz, nein, nur Holzkirchen eigentlich, regnen. Wetter für Bad Tölz ist sonnig. Heute am Donnerstag stimmt. Freitag eher bedeckt und am Samstag wolkig. Wenn wir nach Westen schauen, Altenstadt bei Schongau, da schaut es eigentlich auch gut aus für morgen und Samstag. Und dann in Garmisch-Partenkirchen schaut es auch super aus. Also sprich, bestes Radlwetter jetzt zum Auftakt. Ja. Wir wissen, wo wir hinfahren müssen und freuen uns auf die nächsten Stadtradeln-News. Stadtradeln.de, energiewende-oberland.de. Wir grüßen auch alle Partner, die Landkreise, die Zugspitzregion, den Klimafrühling, das Klimabündnis und die Gesundheitsregion. Vielen Dank, Benedikt, dass du da warst. Sehr gerne, hat sehr viel Spaß gemacht. Macht's es gut, schönen Abend. Viel Spaß Ciao. Beim Radeln. Ciao.